Ja, willkommen zurück zu Battletech. Mein Name ist Sascha T. Ich freue mich über ein Like, das ihr uns gegeben habt. Ich habe die Mission in zwei gespalten, aus dem Grunde, dass wir schon die letzte Folge über eine Stunde oder eine Stunde aufgenommen haben. Und ich wollte euch nicht anderthalb oder zwei Stunden zunehmen. Auf jeden Fall sind wir auf Artru gelandet, haben das Castle Nautilus geöffnet und wurden von einem Bataillon von Konkordat-Truppen überrascht, die uns bzw. Lady Arano auf jeden Fall töten wollen. Na, ich glaube, das wird sicherlich ein Spaß. Farah, ich brauche einen Status-Report. Was ist, wie sieht's oben aus? Die Argus Hauptantrieb ist immer noch offline und ich ich arbeite damit mit dem Engineering. Ich denke, wir haben den Schadcode isoliert, aber es mittlerweile schon einigen Schaden erlitten. Was ist Ihr Status, Lady Arano? Wir sind unterwegs. Taurische Marines haben das Außenposten-Castle genommen und die meisten von unserem Salvage-Team ist tot. Young hat die Mech-Bay-Türen verschlossen, aber das wird sie nicht für lange aufhalten. Hier sind nur noch fünf von uns. Young und drei von den Mechkriegern von der Delfinas. Wir sind auf dem Weg an die Oberfläche in ein paar der wenigen Mechs, die Young hat direkt zum Laufen gebracht. Kopf hoch, Lady Arano. Wenn ihr die Oberfläche erreicht, habt ihr Company. Nein, nicht Kopf hoch, sondern Vorsicht. Ich habe eine taurische Aufklärungslanze direkt auf den Haupttor, an den Haupttoren ausfindig gemacht. Alles klar, Miss Meyer. Die Aufklärungslanze stört mich jetzt nicht. Wenn Sie sehen, was wir gerade zum Laufen gebracht haben, dann wünschten Sie, Sie wären daheim gewesen. Ich bin froh, dass Sie Young und Sie alleine sind. Ist er gut dabei? Gut Job. Guter Job, die Mechs zum Laufen zu bringen. Young, die Drinks gehen auf mich, wenn du wieder daheim bist. Diese Aufklärungsmech sind nur die erste Welle. Wir haben echte Schwierigkeiten. Aber ich würde sagen, er kriegt einen Trick ausgegeben. Das werde ich in Anspruch nehmen, Boss. Das werde ich auch benötigen. Glaub mir oder nicht, ich hatte bessere Tage. Kann jemand mir erzählen, warum die Taurier mit für Espinosa kämpfen? Oder was dieser Ostergaard-Typ jetzt gegen uns hat? Das ist irgendein R-Grade-Bullshit, der hier gerade läuft. Sie warteten uns auf uns in dem System. Die mussten wissen, dass wir kommen. Das Direktorat muss irgendwie rausgefunden haben und hat es ihnen angeboten. Also Nautilus rausgefunden und hat es ihnen angeboten. Frag mich nicht, wir werden es rausfinden. Also, sie haben auf jeden Fall bei uns gewartet, das wussten wir. Aber wer hat es ihnen erzählt? Espinosa? Er sollte nichts darüber wissen. Oder überhaupt über das Output-Castle. Neben uns und Carosa, keiner sollte es wissen. Wie haben sie uns gefunden? Gute Frage. Wir haben einen Maulwurf. Und das intelligente Geld sagt, es ist Carosas. Wisst ihr noch, was Carosas uns gesagt? Sein Sohn ist von Veldri zurückgekommen und ist eine andere Person. Das Direktorat hat mit seinem Geist gespielt und hat ihn irgendwie gebrochen. Du denkst, sie haben ihm Gehirn gewaschen? Das klingt plausibel. Naja, wir werden nach Smitten eine Warnung senden, so früh wie möglich. Aber jetzt, aktuell, müssen wir dieses Schiff fixen und Kamea weit weg von der taurischen Grenze wegbringen. Wenn die Restoration stirbt, wenn sie gefangen wird. Keine Sorge, wir haben Samaria, um sie direkt abzuholen. Ja, das stimmt. Wir müssen uns auf den Job fokussieren. Naja, wir haben Samaria ja da. Ich hasse es, schlechte Neuigkeiten zu überbringen, aber die Argo Docking Clamps sind sehr
gelockt und sie werden sich nicht bewegen. Bis Farrah das fixt, wird niemand irgendwas abholen. Ich arbeite dran, aber ich kann... sobald ich die Tore zum Engineering offen habe, können wir sie manuell releasen. Lass uns... sag uns, was wir dafür brauchen. Alles klar. Fokussiere dich auf deine Arbeit, nicht auf uns. Ja, mach das besser, Doc. Deine kleine Phishing-Operation im Nautilus Memory Core könnte uns auch das Schiff kosten. Wir sind nett und sagen ihr, dass sie jede Hilfe kriegt, die sie haben braucht. Alles klar. Bitte, Lady Arano, bleib am Leben, bis wir das hier gefixt hat. Ich werde es schaffen. Ich verspreche es. Alles klar. Wir halten ja so lange aus, wie wir können. Der Aufzug beschleunigt. Wir sind bald an der Oberfläche. Jede Sekunde gehen die Tore auf und wir brauchen einen Platz, wo wir hingehen. Darius, was sind unsere Optionen? Best Bet. Die Delfinas, laut Corsas anderes Supportschiff. Die anderen Schiffe sind entweder geflohen oder wurden zerstört. Aber die Delfinas ist immer noch unten auf dem Planetenoberfläche und innerhalb Laufreichweite von den Castle Gates. Sie ist aktuell abgeschaltet. Ich glaube nicht, dass die Taurians sie gefunden haben. Wenn du es bis dahin geschafft hast, wird Captain Griegers und Sisku sicherlich euch extrahieren. That's the plan. Dr. Murat, bis wir dort haben, hat sie die Argo gefixt, Any Logger, und wir sind alle tot. Satishu, I need you to stay on the comms and guide us through this. Wir werden uns, also du wirst sicher durchkommen, du hast mein Wort. Was? Das ist das, wofür du mich bezahlst? Solange du tust, was ich sage, kein Problem, kein Ego, kein Second Guessing, just do it. Ja, wir werden sie sicher dadurch kriegen, natürlich. Ja, der Aufzug ist gerade zu einem Stopp gekommen und die Lichter flashen. Jede Sekunde werden die Tore offen. Mech-Krieger, ready yourself for action. Wenn wir sie nicht von dem Planeten da unten bekommen, werden wir unseren Chief Mech-Tech auch noch verlieren und unseren Hauptkunden. Das können wir nicht erlauben. Also, Satori, du hast das. Bring unsere Leute heim. Also dann, let's go. Und da sind wir auf dem Planeten und wir haben einiges rausgebracht aus den Haupttoren. Lady Camille Arano von der Arano Restauration. Im Namen des taurischen Kadats befehle ich Ihnen. Was? Iberia? Die haben Sternbasis. Stern. Was zum. Wir brauchen Unterstützung jetzt! Mechkrieger. Unser Weg auf der anderen Seite ist drüben. Von der anderen Seite der Tauschen. Push durch und kämpft für das Reach. Just a heads up. When we get to a safe distance, I'm gonna set off a little surprise I left behind for our Taurian friends. Surprise? You'll see. Trust me. You're gonna love it. Ja, dummerweise sind die ganzen kleinen Leichtmechs sowieso instant dran. Ja, der Firestarter ein Griff hin. Naja, Leichteres ist euch nicht eingefallen. Was haben wir da noch? Ein Black Knight. Nice. Den Atlas sowieso. Oh, guck mal, ein kleiner Jenner. Und ein Highlander. Nice. Rein theoretisch könnten wir sie kaputt treten. Ah, jetzt kommt noch der letzte Jenner dran. Ah, da hinten kommt noch Verstärkung. Böse, 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 böse. Na, schöne Massen. Nein.
So, Reynards. Bewegt sich mal ein Stückchen. Und gibt dem Mech alles, was er hat in seinem Rücken. Leider hat die ER-PPC nicht getroffen. Das war schade. Ich hätte mal auf die Hits sehen können. Es sind jetzt halt nicht meine Piloten, deswegen... Ja. Da wird der Highliner noch mal ein bisschen penetriert. Irgendwas bewegt sich noch. Dummerweise müssen wir jetzt dafür mal den Rücken zu dem Jenner legen, aber das sollte nicht das Problem sein. Ach, die sind einfach zu schnell gewesen, alles klar. Geben wir doch mal auch alles, was wir haben. Den Firestarter möchte ich ausschalten, weil der macht Wärme. Wie man so schön sieht, das ist ein Pulslaser. Wer hätte das erwartet? Und nun in einem 5 oder 10. Tell me what you need. So. Du bewegst dich mal darüber. Wir haben eigentlich theoretisch alle Zeit der Welt. Ich möchte dir nämlich ein paar Spielchen. Vielleicht nicht. Der AC-20 würde ich gerne noch ein wenig aufbehalten. Na, zumindest die Pulslaser haben getroffen, das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist auch der schwerste Gegner. Und du hast eine Gauss-Reife. Oha. Lustigerweise kommt mir dieses Farbschema einem gewissen Farbschema bekannt vor. Aber du hast mehr Schuss, deswegen passt das schon. Ja, gib mal alles. Copy that. Volltreffer. Und ich glaube, den Mech haben wir jetzt auseinandergenommen. Der ist auf jeden Fall weg. Der Shadowhawk ist eigentlich auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Leider aber noch aktiv. Ja, der Kommando ist halt irre schnell, deswegen kann er sonst nur flitzen. Und dummerweise hat er diesen fetten Large Laser, der nicht gerade unüblich ist. Also nicht gerade wenig Schaden macht. Und so langsam merke ich, ich muss hier noch dringend mal was essen. Enemy flanking. Structure exposed, natürlich der Rücken. Wer hätte das erwartet? Shooting me up good. Ja, guck an, noch ein Jenner. So, Reynard. Läuft mal darüber und versucht jetzt mal den Shadowhawk komplett auseinanderzunehmen. Ja, das schafft er auf jeden Fall. Und da hat er theoretisch noch mehr Möglichkeiten zu treffen, deswegen machen wir es mal lieber so.
Sicher ist sicher, weil das ist der letzte Mech, der noch unseren Black Knight in den Rücken schießen kann. Und das möchte ich eigentlich gerne verhindern. Und überhaupt, jeder Mech, der hier weg ist, ist ein Mech, der weg ist. Zufälligerweise. So, du bist dran. Aye, aye. Dann bewegst du dich mal darüber, weil du bist der Einzige, der schon interne Schäden hat. Und ich möchte nicht, dass du nach Möglichkeit noch am wenigsten Rückentreffer bekommst. Und du bist schon in der Hitze. Ja, versuchen wir es mal. Vielleicht kriegen wir ihn hier komplett auseinander. Das wäre gar nicht schlecht. Aber leider nicht. Doch, das war er. Damit haben wir drei Viertel des Scoutlines aufgelöst. Da unten rennt wahrscheinlich noch eine ganze Verstärkungsmess rum. Ah, der Black Knight sieht auch schon sehr, sehr nice aus. Standing by. Du hast dich dann auch recht schnell bewegt. Dann machen wir das so. Machen wir das doch einfach so. Das Schöne an dieser Gauss-Kanone ist, an dieser Gauss-Rifle, die nimmt fast keine Wärme in Anspruch. Hat dafür mit 75 Punkten einen fetten Schaden. Gerade diese leichten Mechs kann man dann einfach so wegrippen. Und wir müssen uns jetzt mal um den einen Mech da kümmern, der da noch rumsteht. So, die kommt da hinten drauf. Die hat natürlich keine große Reichweite. Ich versuch's trotzdem mal, einfach nur, um den Mech garantiert wegzurippen. Okay, das geht natürlich auch, wenn wir einfach den Zentator so durchbolzen. Hat was. Auch der Mech ist weg. Das heißt, wer auch immer da hinten noch seine Langstreckenraketen verballert, der muss erstmal näher rankommen. Weil er keine Sensorenreichweite mehr hier hat. Also keine Sichtreichweite. Da kommt noch was. Ein Fahrzeug und ein Mech. Ja, gut. On my way. Und da hinten ist nochmal ein anderes Fahrzeug. Okay, das ist ein Striker, den könnten wir vielleicht. Den haben wir zumindest gut getroffen. Ah, ein Enforcer. Eine Autokanone. Trifft lieber den Berg. Das ist ganz angenehm. Das ist gut. Das stört mich jetzt nicht so sonderlich. Scorpion noch. Die ganzen Fahrzeuge sind jetzt natürlich vorher dran, weil wir die überschweren Mechs da hinten drin stehen haben. Ready for orders. So. Eigentlich haben wir da keine Ahnung. Ach, das ist nicht der Striker. Dann erledigen wir den da nach Möglichkeit, weil. Macht Sinn. Also, mich ziemlich egal, wo wir ihn treffen. Ich zentriere trotzdem auf den Center Torso.
Weil Center Torso gibt dann zumindest großen Hit, wenn wir ihn das nächste Mal treffen. Da ist der Striker mit seinen LMs. Ja, vorne kann er uns gut LMs reinhauen, das stört uns jetzt nicht. You have my attention. Ja. Da habe ich schon mal gesagt, ich mag Mechs mit Gausskanonen. Nein, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich mag Mechs mit Gausskanonen. Dummerweise werden wir nur diese eine hier ins Spiel kriegen. Das weiß ich ja schon. So. Der Enforcer kriegt die Gausskanone zu sprengen. Das war sein Arm. Und dem geben wir jetzt einfach eine Angst zu fressen, bis er... Naja, es interessiert ihn nicht. Stumpf, 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 stumpf. Ja, das erinnert mich ein bisschen was an die Synchronisierung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr mir dazu irgendwann mal einen Kommentar abgegeben habt, wie und sehr und oft, wie es euch gefallen hat. So, den Enforcer, der hat am meisten Bewaffnung, der steht am meisten. Oh, und ein kleines Pantherchen. Ist der süß. Der hat zwar noch eine PPC, aber süß. Eine PPC und ein RSM. Da ist nicht viel drin. Der ist aber trotzdem nicht wirklich nicht zu unterschätzen. Flankierungsbewegung. Da hinten haben wir unser Dropship. Sonst ist aber nichts passiert. Splitten wir mal. Engaging multiple targets. Weil was der Panther kann, kann ich auch. Von der Waffe her. Und wir treffen sehr gut. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja, der Black Knight kriegt echt was auf die Mütze. Nein, der Arm ist besser. Schönes Bild, das werde ich nicht als Thumbnail nutzen. Der Enforcer ist der, der als nächstes dran ist. Also werden wir noch versuchen, möglichst viel davon abzuschießen. Hat leider nicht viel geklappt. Oh, der Lifted. Na gut, der linke Torso ist komplett kaputt. Das ist schon mal gar nicht mehr schlecht. Da steht über seinen Kameraden. Kopftreffer mag ich nicht, aber in dem Fall ist mir das egal, weil der Pilot, der interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. So, gehen wir mal näher ran. So ein Atlas könnte notfalls auch fett treten. Du musst noch dran kommen. Du bist sowieso was, was mich stört. Damit haben wir die besten Trefferwahrscheinlichkeit von allen. Ah, schade, die AC-20 hat nichts getroffen. Ansonsten wird nämlich auch das Riegel weg. Aber diese Runde werden wir den Enforcer definitiv kaputt kriegen. Zumindest den Striker haben wir schon mal weg. Das ist doch schon mal sehr angenehm. Wobei, ich glaube, das Vehikel hat sich schon bewegt, oder? Ja, das hat sich schon bewegt. Dir eine Runde und dir eine Runde Spaß. Multiple targets confirmed.
Panther hat eine Stelle, an der eigentlich aushält. Das ist doch meine Ansage. Der Enforcer ist schon mal weg. Aber wir haben Fettpanzerung vom Panther weggehauen. Nur zwei Waffensystem. Am gefährlichsten könnte der uns mit Death from Above Attacken kommen. So, der Griffin darf mal nahe kommen. Und grundsätzlich das Vehikel so kaputt machen wie möglich. Weil das wäre jetzt als nächstes angekommen und das muss keine Aktivierung mehr erfahren. Gut, dann darfst du dich da mal abracen. Und dann kriegt unser Panzer halt noch 40 Langstreckenraketen ab, wenn er sich versteckt. Und ein Knockdown. Nice. Wir haben die Arme getroffen. Wir versuchen trotzdem mal weiter den Center Point zu penetrieren. Nicht, dass man mit Raketen sehr gut zielen kann, aber das passt. Ah, die Distance, also die Entfernung sollte gut sein. Nur eine Sekunde. Und Kaboom! Überraschung! Was war das? Naja, das war Castle Nautilus. Als ich gesehen habe, dass die Taurigen das von uns weggenommen haben, habe ich gedacht, ich mache ein paar Sprengstoffe fertig aus der Waffenkammer und das Ganze direkt neben der Munitionslagerung und naja, das, was wir da gerade gespürt haben, waren tausende von Tonnen hochexplosives Zeug auf einmal. Du hast zerstört? Ein Sternbund-Castle zerstört? Mit unendlicher Menge, mit voller Menge unendlicher Technologie? Naja, ich wollte es den Taurigens halt nicht geben.Ie schießen auf uns. Nicht vergessen? Ja, stimmt, du hast es tun müssen. So, der Panther darf natürlich wieder aufstehen. Wer hätte das erwartet? Der ist so oder so schneller dran, selbst wenn wir ihn eine Initiativphase zurückwerfen. Aber er wird uns wahrscheinlich keine Gefahr mehr darstellen. Wir haben unseren Griffin noch. Damit haben wir zumindest seinen PBC-Arm weggeschossen. Hey. Wir kommen leider nicht nah genug ran zum Punchen. Aber gut, unser Blackmail ist jetzt auch mittlerweile abgekühlt. Ich will ihn jetzt nicht so überhitzen. Irgendjemand anders dürfte nur trotzdem noch aufschießen. Damit ist auch dieser Pilot nicht mehr fähig, irgendwas zu tun. Ja. Sprint. Danke. Und wir können unsere schweren Mechs mal nach vorne sprinten lassen. Roger that. Aber lustig, sie haben unser Dings noch nicht gefunden, kommen aber daher. Lady Arno, das ist die AS Delfinas, Captain Kriegers, hören Sie mich?
Dank den Göttern. Wir haben, wir sehen euch und die Lanze. Bringt eure Leute an Bord und wir bringen euch hier weg. Danke, Captain. Moment, was war das? I told you, you would die here. Run, Lady Arana. Run as far as you can. I will find you all the same. Das war ein unbewaffnetes Supportschiff, du Tier. Das war kein Grund, es anzugreifen. Erzähl das der Crew von der Newgrange. Was weißt du darüber, Ostergaard? Antworte mir. Er hat die... Er hat aufgelegt. Knick. Tut. Was ist der Status des Leopards, Doc? Sie sind immer noch... zu, aber... Ich habe die Türe zur Engineering geöffnet. Wir können sie jetzt manuell öffnen. Ja, ich werde sie für den Takeoff präparieren. Darius, ich brauche deine Hilfe für die mit den Klammern. Ich bin dabei. Lady Arano, ich würde vorschlagen, geht tiefer in den Valley. Dann haben sie eine heitere Zeit, euch zu suchen. Und vor allen Dingen mit der Artillerie zu treffen. Und achte auf den Himmel. Wir sind auf direktem Weg. Wie ich schon erwähnt habe, diese Mission ist nicht gerade ohne und wenig und überhaupt. Und da hinten ist unser neuer Extraction Point. I'm on my way. Dann sind wir mal auf dem Weg dorthin. Wir haben auch neue Leute gefunden. Und wir haben natürlich Punkte gefunden, an denen wir bombardiert werden. Da sollten wir uns nach Möglichkeit nicht drin aufhalten. Zumindest nicht dann, wenn die Artillerie eintrifft. Aber da kommen noch ein paar Mechs. Das war, glaube ich, gerade ein Griff hin. Wir haben Zeit. Wir können reservieren. Ah, ein kleiner Vindicator. Der uns den Highlander aufs Korn nimmt, das mag ich nicht so. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Wir bekommen aber keinen Mech irgendwo dahin, dass er ihn trifft. Dann können wir genauso gut ein Stück nach vorne sprinten. Mit den mittelschweren und ja, mit den mittelschweren Mechs quasi. Und sind dann für die nächste Runde in besserer Schussposition. You have my attention. Location confirmed. Da draußen rumpelt es gerade, als würde es gewittern, aber ich glaube, es gewittert nicht. Fettbandsauger abgekratzt. Standing by. Und jetzt kratzen wir noch mehr Fettbandsauger ab. Ich mag dieses Gaussgeschütz. Du hast die größere Bewaffnung. I'm taking the shot. Das war schon eins der Beine. Also es ist zumindest schon mal stark beschädigt. Das ist schon mal gar nicht mal blöd. Das ist eine AC-5, wenn ich mich richtig denke. Und Structure Exposed mag ich nicht. My forces are closing in on you, Lady Arano. Your time is running out. Location confirmed. Stellen wir doch mal was. Lady Arano, we've got incoming assault. Assault Max. Upsi. War das zu viel für dich? Sie kommt. Zeus. Nice. Where's all my armor?
Tja, ich weiß nicht, wo du sie hingelegt hast. Wichtig ist, dass Lady Arano überlebt. Der Rest ist eigentlich fast egal. Ich würde trotzdem gerne versuchen, so viele wie möglich hier rauszuholen, weil... Naja, weil einfach. Zeus hat... Was ist das? Assault Mech, AC5, klar. Dann machen wir Multishot. Du kriegst die Fernwaffen auf und die kleinen Waffen. Engaging multiple targets. Das war ja mal nix. Guck mal, was sind unsere Assault Mechs? Relativ weit hinten. Okay, du stehst wieder auf, bevor wir dich komplett auseinandernehmen können. Schade. Ich hätte dich gerne vorher auseinandergenommen. Wenn die sich jetzt auf die mittelschweren bzw. schweren Mechs stürzen, finde ich das auch okay. Dann haben wir immer noch Assault Mechs übrig. Hier müssen wir die AC-20 mal in Reichweite bringen. So, du bist weiter davon gedingst. Du kriegst den Kram ab und du kriegst den Rest ab. Ja, verteilen wir doch mal Schaden. Den Vindicator würde ich gerne relativ schnell ausschalten, weil dann ist er weg. Den möchte ich eigentlich am allerliebsten sofort ausgeschaltet haben. Da haben wir einen fetten Treffer gelandet, das ist gut. Da haben wir quasi mal ein kurzes Stück zur Seite auseinandergeschnitten mit Autokanone. Awesome. 3 PPCs. Wenn er kühl genug gebaut ist, kann er die im Dauerfeuer abgeben. Was natürlich auch heftig ist. I'm here. Du gehst nur von der Seite ran. Es ist immer positiv, jemanden an der Flanke zu haben. So, diesmal kriegst du den direkten Beschuss ab und du kriegst den Rest ab. Multiple targets confirmed. Einfach auch um den Zeus hier möglichst viel Schaden immer zu führen und vielleicht... Ah, Structure Exposed, das ist schon mal sehr angenehm. Und der ist außer Gefecht. Nice. Der Enemy Turn. Es kommt ein Battlemaster. Auch sehr nett. Ja, ich fürchte, die werden uns mindestens einen Mech auseinandernehmen. Weil die haben einfach entsprechende Bewaffnung. Und unsere Jungs sind im Mädels leider relativ vorbelastet. Mindestens der Battle Knight wird wahrscheinlich auseinandergenommen werden. Ich hoffe, der hat noch genügend Health. Commander, I'm wounded. Ja, es klingt danach, dass er noch genügend Health hat. Aber er schießt noch auf alles drauf, was da ist. Das ist sein gutes Recht. Genau, die Artillerie springt auch weiter. Standing by. Dann haben wir noch den Griffin. Wo bist denn du beschädigt? Dir fehlt die Seite. Dann müssen wir dich leider versuchen, von der Seite zu erschießen. In der Hoffnung, dass wir durchkommen und den Center Torso entsprechen. Dann haben wir auch das Motiv, warum er dabei ist. Schade, er hätte die PPC ein bisschen höher getroffen, aber ich hätte mal zielen sollen.
Ja, zum Glück nur indirektes Feuer und damit keine... the bad kind, das wissen wir. Moment, wenn du aufstehen kannst, dann stehst du natürlich auf. Das ist wichtiger als alles andere. Die Frage ist, wie lange du dich noch im Game halten wirst. Wir versuchen ihn da ein Stück wegzuschießen. Hat eigentlich ganz gut gehalten. Der sieht schon krass aus. Ah, jetzt nur noch mit einer PPC. Wahrscheinlich ein kräftiges Hitzeproblem, wa? Nein, die anderen PPC schießen woanders drauf. Es sind nur 2 von 3 PPCs. Das ist aber kühl. Ja gut, wenn du dir sicher bist, dass du das so machen willst, ist das kein Problem. Wir müssen unseren Atlas leider mal näher reinbringen und damit kam er in die Gefahrenzone. Ich will nämlich, bevor er aktiv ist, seinen Torso wegkriegen. Wow, wir haben ihn sogar komplett gekillt. Nice. Das ist natürlich noch besser. Das ganze Loot, was hier rumliegt. Ah, da hat er uns den Arm gekillt vom... Da hat er uns den Mech gekillt. Schade. Ich hätte ihn gerne noch eine Runde gehabt. Eigentlich hätte ich ihn noch gerne komplett gehabt. Ah, aber das ist ein anderes Thema. Du warst eigentlich auf der Seite auch. Du bist auf der Seite eigentlich noch voll gepanzert. Komm, dann hauen wir alles drauf. Dass wir dann nicht so schnell wie möglich auseinandernehmen. Aber das war zu viel Armtreffer und zu wenig Torso-Treffer. Trotzdem, wieder ein Stück weniger. Dein Sohn war an Bord der Newgrange. Das ist es, worum es hier geht. Er war der Captain der Newgrange. Du hast mit ihm gesprochen. Ich habe seinen Flight Recorder angehört. Ich habe gehört, wie du ihn zum Tod verurteilt hast. Wenn das die Wahrheit ist, dann weißt du auch, dass ich ihm gesagt habe, er soll sich ergeben. Er war unter Befehl. Er konnte sich nicht ergeben. Und selbst wenn er würde, denkst du, das würde was ändern? Er war mein Sohn. Nichts mehr zu sagen an dieser Stelle. Das Einzige, was bleibt, ist, was ich akzeptiere, ist dein Tod, Lady Arano. Und ich komme zu dir. Hoffe, dass die Soldaten deines Onkels sich vor mir da sind. Oh. Würde behaupten. Ja gut, das war dummerweise auch ein Evasion weniger. Darauf hat es wahrscheinlich abgesehen, aber es ist insgesamt weniger geworden. Also kein wichtiger Treffer. Rücken wir mal wieder ein bisschen was zusammen. MGs, alles klar. Wo hat er seine PPC wahrscheinlich im Arm? Ja, rechter Arm. Nee, 22% Chance ist sehr, sehr wenig. Dann lieber generell alles treffen.
reading you loud and clear. So, du darfst mal wieder verschiedene Dinge tun. Du darfst nicht einfach darauf schießen. Aber offensichtlich nicht mit deiner kompletten Bewaffnung. Das überhitzt dich. Dann mach was so. Center Torso ist noch way too weit. Aber am besten zu treffen. Da sind ein Haufen Medium Laser drin und da sind ein Haufen Medium Laser drin, aber da sind auch Munitionspunkte drin. Immer noch Overheat. So, aber nicht mehr. Dann hauen wir doch mal möglichst viel auf die Seite. Ja, das sieht nicht so gut aus. Wobei, wir haben zumindest ein bisschen Structure Exposed. Das heißt, wir können vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück haben. Ah, der läuft da rüber, das ist okay. Logischerweise schießen die auf den Kleinen, weil der muss... Den würde ich auch als erstes ausschalten wollen. So, dich... Ah, wir haben keinen Precision Shot mehr. Wir treffen auf dieser Seite. Wir versuchen es mal. Wenn wir Glück haben, treffen wir auch genügend von seinem Torso. Jawohl, das war Torso. Damit haben wir diesen Torso zumindest zerstört und heftig viel Bewaffnung entfernt. Ja, ist okay. Bombardier das Eis. Wenn's dir danach besser geht. Der stört mich trotzdem noch. Aber solange du mit seinen Langstreckenwaffen ein paar Punkte Schaden machst, ist der jetzt nicht so wirklich wild. Commander? Gibt's eigentlich mittlerweile? Nö. Keine weiteren Raketensachen. Dann laufen wir mal darüber und versuchen den anderen Griffin mal komplett auszuschalten. So zur Abwechslung mal. Viel wird nicht mehr drin sein in diesem Mech. Aber wir halten es richtig gut. Wir haben dummerweise einen verloren, den ich gerne behalten hätte. Ich sehe, der Highlander hat immer noch perfekte Schussbahn. Dann müssen wir das, glaube ich, mal ausnutzen. M20 haben zwar relativ schlechte Chancen. Dann machen wir das so. Dann kriegt der Außen da hinten mal eine Runde Zeug ab. Auch die Seite natürlich. Also kriegt er zumindest fett was ab. Und der hier wird auch weiter geschält. Heatsink destroyed. Freut mich auch. Bei diesen Torregen Scum. Damage is minor, Commander. Ja gut, dann ist das in Ordnung. Yes, I hear you. Theoretisch müssten wir eigentlich nur noch da unten laufen, aber ganz ehrlich, ich sehe es hier nicht ein, auch nur einen von denen lebend herauskommen zu lassen. Okay, dann machen wir das doch einfach so, damit sind wir nicht überhitzt.
Der bekommt Fettschaden ab, auch auf der einen Seite. Das ist sehr angenehm. Und den dann nehmen wir weiter auseinander. Er kriegt zumindest einen Lockdown. Vielleicht überlebt der Pilot das auch einfach gar nicht. Oder er wird bewusstlos. Nein, er ist mir injured. Schade. Aber damit haben wir jetzt zumindest eine Stelle mehr, an der wir wieder früher dran sind. Was hat er denn noch? 40 Punkte. Das schaffen wir auch mit der ERPPC. Dann können wir genauso gut die SRMs auf den Battlemaster schießen. Da haben wir nämlich dann zumindest noch einen guten Effekt. Der Battlemaster hat halt fette Bewaffnung. Wirklich fett. Standing by. You have my attention. Ja, die Attention haben wir natürlich. Da ist eine PPC drin und da ist eine PPC drin. Wir geben's ihm. Habe ich jetzt eigentlich gezielt? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er einen Heatsink zerstört, was sehr gut ist. Der Mech ist sowieso immer warm. Ja, wir haben gezielt. Das erkenne ich an der Moral. Au. I don't like that. I'm here. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Hauen dem mal was um die Ohren, in der Hoffnung, dass er dann auch komplett weg ist. Das war aber ein Miss. Der Hauptbewaffnung. Center Torso zerstört, er ist weg. Jetzt ist nur noch dieser blöde Außen da. Jo. Das war sein Torso. Sehr schön. Und er müsste jetzt eigentlich auch einen Knockdown. Ja, er kriegt einen Knockdown. Damit ist er sehr easy to rippen. Wenn er nicht sofort rankommt oder aufsteht. Schade. Aber er hat zumindest nur noch eine. Ja, gut. Eine PPC und einen Small Laser. Warum ich auch immer den Awesome Small Laser eingebaut habe, das verstehe ich nicht. Standing by. Understood. Du hast mehr Chancen, auch auf die kaputte Seite zu zielen, deswegen kommst du zuerst dran. Grundsätzlich versuchen wir mal den Center Torso zu kriegen. Und. Sehr gut. Gerade rechtzeitig. Also dann. Wir müssen jetzt nur noch in das Dings rein und dann sind wir auch fertig. Also in unsere Landezone. Acknowledged. I'm moving. Bleib stehen. Roger. Venting heat and stabilizing. Position confirmed. Confirmed. Ja, ich hab euch, Lediano. Wir setzen nach Return Course zu Argo. Wir müssen solange wir noch können, zurück ins in den Restoration Space. Danke dir, Miss Meyer, und dir, Commander. Ihr habt mein Leben gerettet. Beide.
Ich wäre mir nicht so sicher, die Taurigens, also meine Leute auf der Seite des Direktorats. Ich glaube nicht, dass jemand von uns jemals wieder sicher ist. Ja, wenn ich mir jetzt den Timer anschaue, habe ich in der Tat richtig getan, das Ganze zu splitten. So, wir kriegen nochmal 1,7 Millionen. Wir haben diverse kaputte Mechs, aber die stören uns nicht, weil es sind ja nicht mehr unsere Mechs. Aber wir können salvagen. Dinge mitnehmen. So, zum Beispiel den Zeus. Was haben wir da an Zeug? Ein Small Laser plus. Haufen Heatsinks, Jumpjets, aber leider keine Double Heatsinks oder sowas. Also vergnügen wir uns mit den Mechs. Den Griffin, der ist nicht so interessant. Interessant wäre der Battlemaster, der Awesome und der Zeus. Die nehmen wir auf jeden Fall alle dreimal mit. Was haben wir da noch? Panther, Shadowhawks, Vindicator, Griffin, Firestarter, Enforcer, Commander. Interessiert mich alles nicht. Aber Medium Laser plus. Und plus. Ne, dann nehmen wir nochmal einen von den Medium Lasern mit. Na komm. Ja, wir kriegen auch den zweiten plus 10 Damage. Das freut mich sehr. Ein Haufen MGs, die interessieren mich nicht. Und, na, plus eine Accuracy, der interessiert mich eigentlich auch nicht. Nur noch ein Stück Kommando. Das interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Jetzt noch das Missionsnachspiel. This isn't over, Lady Arano. I will find you. And my son will be avenged. Pray that your uncle's soldiers reach you before I do. Alles klar, das war ein Albtraum. Aber ich glaube, wir sind durch. Ich habe den Shardcode der Locura in Quarantäne genommen im Secondary Storage und das Triebwerk runtergenommen. Das Laufwerk offline genommen. Es kann uns nicht mehr schaden. Was, Doc? Bitte was? Den Schadcode von der Nautilus, das ist, was ich jetzt nenne, Locura, wie Lady Arano's Story. Ich brauchte einen Namen und das klang eigentlich richtig. Irgendwelche anderen Ideen? Mir ist egal, wie wir es nennen. Ich will nur wissen, was wir damit tun. Naja, was wir im Moment tun, ist es einfach alleine lassen. Der zweite Storage ist jetzt nun komplett off-limits, das heißt keine Sternenbundkarten mehr, keine Archive mehr, nichts. Und ich habe nochmal ein gelbes Tape rumgelegt, damit jeder weiß, dass er es nicht anfassen soll. Sinnvoll. Niemand wird irgendwas anfassen. Oder sie haben es mit mir zu tun. Samaya hatte recht. Die komplette Episode war großer Fehler. Es ist, was es ist. Aber wir haben es immerhin in einem Stück rausgeschafft. Wir leben immer noch. Und wir haben sogar einige Battlemechs rausgeholt. Naja, ein paar Fehler für die richtigen Entscheidungen. Jetzt lass uns schauen, was vor uns liegt. Ich würde sagen, lass uns mal schauen, was vor uns liegt. Bist du sicher, dass die Argus-Systeme sicher sind, Farah? Ich meine, richtig sicher?
Wenn sie das nicht wären, dann würden wir jetzt diese Konversation nicht halten. Ich meine, über 90% Sicherheit, dass der Code... also ich bin über 90% sicher, dass der Code dabei war, unsere Treibstoffreserven zu sprengen. Ich meine, wenn es immer noch irgendwelchen Schaden macht, dann würde die Argo mittlerweile zerstört sein, explodiert. Ich mag irgendwie die Idee nicht, das Ganze hier auf dem Schiff zu behalten. Was für ein Code ist das? Alles klar, fass den zweiten Storage einfach nicht mehr an. Lass uns weitergehen. Wir haben andere Probleme. Was ist das? Ein Forschungsprojekt, glaube ich. Irgendein Experiment. Die Datei war es im Archiv gelabelt mit SDS-M2. Schaut aus als wie ein altes Verteidigungsprogramm, das Robotdrohnen benutzt hat, um Kriegsschiffe runter abzuschießen. Ich weiß, das klingt seltsam. Irgendwelche Peripherie-Lagerfeuer-Story. Naja. Aber das ist das Beste, was ich habe. Um zu sagen, von dem, was, was ich zusammengesagt habe, zu wissen, naja, irgendwas ging schief mit den Drohnen, mit den M2-Models. Es war offensichtlich ein Unfall. Die Drohnen hatten Feder und töteten Leute. Die Wissenschaftler auf Dautilus haben den Code entsprechend rausgeholt und ihn isoliert. Naja, solange wie wir, bis wir darauf zugegriffen haben, auf, offensichtlich auf das Archiv. Naja, wir werden den Code im Archiv nie wieder anfassen. Ja, das ist das Beste, was ich dir geben kann. Wie ich gesagt habe, ich hab kein komplettes Bild. Da sind hunderte von Dateien weggeschlossen im Nautilus Memory Core. Und ich habe nur eine geöffnet. Und naja, gut. Das ist wahrscheinlich das, was passiert. Gut, ich mag den. Ich mag es nicht, dass das Ding nicht hier ist. Alles klar, ich habe es gehört. Sie soll es nicht wieder anfassen. Naja, ähnlich wie der Fakt, dass wir jetzt auch Torrigans bekämpfen. Sicher, dass wir da drüber reden wollen. Ich meine, wie könnte das passieren? Ich meine, ich hab rausgefunden, dass wir den Commodores Sohn getötet haben, aber Leute sterben jeden Tag und Nationen gehen deswegen nicht in den Krieg. Ich glaube, die Direktoratsleute haben die sind schon eine Weile mit den Direktoratsleuten, die beiden sind schon etwas länger im Bett miteinander. Und da kommen auch die Waffen her. Ich meine, wenn das Schiff wie die Newgrange mit Waffen ins Direktorat geflogen ist, da, dann war es ein torrigisches Wesen, also Schiff. Und es hat entsprechende Gründe, dass Espinosa und das der Protektor Calderon entsprechende Geschäfte miteinander machen. Und naja. Aktuell ist das Warum nicht wirklich, nicht wirklich wichtig. Die Torrigans haben uns den Krieg erklärt und das ändert alles. Alexander, ich brauche dich, um Lady Centrella zu aktivieren und zu kontaktieren und ein Kriegskonzil zu arrangieren. Vielleicht kann sie uns helfen und naja, Commander, Kurs auf Veldri bitte. Alles klar, Lady Arano, wir werden, wenn wir von dir hören, kommen wir angelaufen. Von einem gefrorenen Höhlenloch zum anderen, zum nächsten. Ich kann es nicht erwarten. Arrangiert das Council, aber bitte schnell, wir müssen einen Weg rausfinden. Ja. Vertrau mir, keiner glaubt, keiner weiß das besser als ich. Ich werde, werd dich jetzt verlassen. Mein Schiff ist wartend. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Im Restoration Space, die Founding Houses
sind mittlerweile schon befreit und wir müssen schauen, dass das, dass der Grund nicht verloren geht. Bist du sicher von dem Grund, von wo wir stehen? Ich glaube, das schaut nicht so gut aus. Wir werden einen Weg finden. Ich werde es auf meinen Vater, auf den Namen meines Vaters schwören. In Danke für die Hilfe vom Artru kriegen wir diesen Sternbund Highlander. Und der ist natürlich auch wieder fertig. Wir sind tief im Direktoratspace. Hier gibt es keine Arbeit für uns. Wir sollten wahrscheinlich woanders hinfliegen. Ja, das macht Sinn. Ja, unsere Mechkrieger kriegen Erfahrung. Wir sollten vielleicht mal was dafür tun. Das ist vielleicht noch eine gute Idee. Ich trainiere jetzt noch fix die Mechkrieger. Dann schauen wir uns noch den Highlander an. So, du hast Erfahrung. So, confirmen. Ich glaube, das macht so Sinn. Ice Dry hat nicht so viel Erfahrung. Lumpy kriegt noch ein bisschen was Erfahrung. So, zack. Die anderen sind ja auch schon eine Weile im Simulator unterwegs gewesen. Von daher. So, du kriegst jetzt erstmal die Tactician Mastery, weil du gerade dabei bist. So. Training confirmed, Commander. Das waren sie. Jetzt schauen wir uns noch fix unseren neuen Mech an. Unseren Highlander. Wo ist er? Da ist er. Ich refitte mal. Da haben wir nämlich das große Bild. Ah, den Orion müssen wir noch reparieren. Wir haben eine Gauss Rifle, die wir so nicht ersetzen können. Wir haben einen Haufen Medium Laser, die wir ersetzen wollen. Aufgrund dessen, dass wir bessere Medium Laser haben. So, da haben wir noch das 10 Damage. Und ja, ist ja gut. Dann rippen wir sie erstmal komplett raus. Der kommt damit rein. Dann haben wir noch eine LM20++. Aber da haben wir noch garantiert noch was Besseres übrig. LRM20. Nö, haben wir nicht. Okay. SRM6++ mit plus 4 Damage. Da haben wir auch nichts Besseres. Der hat Double Heatsinks und ist sprungfähig. Also ein really nice Mech. Das Gyro ist leider zu schwer. Nein, das können wir tatsächlich einsetzen. Dann kriegst du noch die Com-Systeme, weil ich glaube, der Mech wird in jeder Variante hier so oft wie möglich irgendwie mit dabei sein. Gut, jetzt hat der Arm Heatsink, was soll's. Wir machen nochmal Max-Panzerung. Confirm das Ganze. Und der geht jetzt erstmal 4 Tage in den Mech-Bay. Den hier müssen wir noch reparieren. Jo, und das war's eigentlich auch für diese Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr auch die zweite volle Stundenfolge am Stück mit ausgehalten habt. Und es freut mich, dass ihr immer noch dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.